Der Nova Chat bietet mir die Möglichkeit, den Text aus dem Textfenster mit einer einfachen Funktion auf eine Taste zu speichern. Später kann ich diesen Text dann mit einem einfachen Tastendruck wieder abrufen. Schauen wir uns doch an, wie das Ganze funktioniert. So, wir sind hier im Vokabular ABC50 mit Metacom-Symbolen auf dem Nova Chat. Und was wir jetzt machen, ist den Text, den wir hier oben stehen haben, kannst du mir bitte etwas aus dem Laden mitbringen, auf eine einzelne Taste zu speichern, um den dann immer wieder abrufen zu können. Dafür gehen wir oben links in die Themen. Und dann haben wir unten zum Beispiel die Sätze 1. Und dort sehe ich schon die rote Taste mit der Diskette drauf zum Text speichern. Wenn ich diese Taste tippe, dann werde ich gefragt, ob ich den Text auf die nächste Taste, die ich antippe, speichern möchte. Das bestätige ich mit Ja. Und im Anschluss wähle ich dann ein leeres Feld aus, um die Taste mit dem Text zu belegen. Jetzt sieht man da unten schon den Text auf der Taste. Jetzt kann ich den Text oben löschen und zum Beispiel irgendwas anderes schreiben. Also ich führe mein Gespräch fort und im Anschluss kann ich wieder zurückspringen auf die Themen, auf die Sätze und habe hier schnell wieder meine Frage abrufbar, indem ich die antippe. Kannst du mir bitte etwas aus dem Laden mitbringen? Dann spricht das Gerät den Text und die Frage ist wieder da. Und das Ganze geht mit folgender Funktion. Wir schauen uns einfach an, was die Taste Text speichern macht. Dafür gehen wir in den Editiermodus und halten die Taste lange gedrückt, sagen Taste bearbeiten, gehen oben rechts auf die Funktion. Und jetzt sehen wir, dass diese Taste die Funktion Text auf Taste speichern hat. Übersetzt heißt das für das Gerät, das speichert einfach den Text, der oben im Textfenster steht, auf die nächste Taste, die ich tippe.